Herzlich willkommen zum Infoabend der FES Strohgäu. Die Freie Evangelische Schule begrüßt Sie hier. Vielleicht sind Sie schon informiert über vieles, haben im Internet schon einiges über uns gesehen. Heute Abend möchten wir Sie reinnehmen. Wir möchten Ihnen zeigen, was wir hier für eine Arbeit machen an der Freien Evangelischen Schule in Strohgäu. Wir, das bin ich, Jens Geiger als Geschäftsführer, die Claudia Greif, die Schulleiterin, die Deborah Balani und die Susanne Faude, beides Lehrerinnen. Sie werden sie nachher mit reinnehmen in den Schulalltag. Ihnen diesen Einblick geben in die christliche Bekenntnisschule. Wir wollen Ihnen zeigen, wie die Schule entstanden ist und wie unser Schulalltag aussieht. Dieser Abend wird aufgezeichnet. Sie können dann immer noch ein bisschen nachsehen und wenn Sie was nicht verstanden haben, ab morgen auf der Homepage auch nochmal einfach genauer nachschauen. Sie können aber auch am Ende dieses Abends Fragen stellen, direkt im Chat, oder wir werden dann auch Kamera und Mikrofon freischalten. Dann können Sie alles, was sich noch an Fragen ergeben hat in dem Vortrag, am Ende stellen und wir versuchen, die bestmöglich zu beantworten. Ja, ich nehme Sie mit. Eine Schule entsteht. Dieser Zeitstrahl geht zurück bis ins Jahr 1988. 1988 haben wir hier in Korntal noch nicht an eine freie christliche oder freie evangelische Schule gedacht. Aber damals haben vor über 30 Jahren Leute in Möhringen sich Gedanken gemacht. Sie wollten eine christliche Schule aufbauen, eine Schule, an der im Schulalltag sich vieles, alles eigentlich an der Personenbotschaft Jesu ausrichtet. Und im Sinne des christlichen Menschenbilds Raum für Geborgenheit und Vertrauen für die Schüler geschaffen wird. So ist die Schule entstanden aus einem Treffen von Interessenten. Im Jahr 1991 konnte man in Möhringen damals mit 15 Kindern starten. Und Sie sehen es auf dem Zeitstrahl, die Schule ist gewachsen über die Jahre. Wir haben Hauptschule und Realschule gestartet. Wir haben ein großes Gelände auf den Hengstäckern zwischen Möhringen und Vaihingen bezogen. Wir durften ein berufliches Gymnasium eröffnen, viele Anbauten dort machen und 2019 durften wir hier im Korntal starten. Auf Einladung einer Elterninitiative ist diese Schule hier entstanden. Damals mit 18 Kindern, sehr ähnlich zu dem, was fast 30 Jahre vorher in Möhringen passiert ist. Wer steht hinter der Schule? Hinter der Schule steht ein Trägerverein. Dieser Trägerverein ist unabhängig von der Landeskirche. Wir sind eine evangelische Schule, das ist das Bekenntnis, aber wir sind nicht Teil der Landeskirche. Alle Mitarbeiter und auch Sie, wenn Sie sich zur Anmeldung entscheiden, teilen das Bekenntnis der Evangelischen Allianz. Hier ein kurzer Überblick, wie die Schule in Möhringen aussieht. Wir haben in Möhringen zwischenzeitlich um die 1250 Schülerinnen und Schüler. Wir haben 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 90% der Schüler in dieser großen Schule kommen aus der Filderebene. Möhringen, Vaihingen, Filderstadt oder auch Richtung Degerloch. Je größer die Kinder werden, desto größer werden auch die Entfernungen. Die FES ist eine große evangelische Bekenntnisschule. Wir sind die zweitgrößte freie evangelische Schule in Baden-Württemberg. Und eine der großen, die es in Deutschland gibt. In Möhringen sind wir eine Verbundschule. Das heißt, da gibt es eine dreizügige Grundschule. Und dann gliedert sich es auf in Werkrealschule, Realschule. Ab September 22 auch in ein allgemeinbildendes Gymnasium. Und dann in Klasse 8 und Klasse 11 ist der Einstieg ins berufliche Gymnasium möglich. Als große Schule sind wir auch Mitglied von wichtigen Werken. Das ist der Privatschulverband, wo ganz viele Privatschulen entsprechend organisiert sind, auch politische Arbeit machen. Der Bekenntnisschulverband und das Evangelische Schulwerk. Und wie schon gesagt, hinter der Schule steht ein gemeinnütziger Verein, der unabhängig ist von eben Kirche und auch unabhängig ist von Staat. All unsere Schulen führen zu den Abschlüssen, die Sie auch beim Staat kennen. Deshalb ist diese Schule eine Ersatzschule. Sie ersetzt den Besuch einer regulären staatlichen Schule.
Wie ist Korntal entstanden? Ich habe schon gesagt, eine Elterninitiative ist auf uns zugekommen, hat uns eingeladen, hier in Korntal Schule zu bauen, und wir haben uns entschieden, diese freie evangelische Schule Strohgäu zu eröffnen. Im Schuljahr 1920 konnte die erste Klasse starten. Inzwischen haben wir 3 Klassen mit jeweils 20 Kindern und nochmal eben Trägerverein und Schulleitung werden von der FES Stuttgart vom Trägerverein gestellt. Und vor Ort gibt es einen Förderverein, der ja uns hier vernetzt. Wir haben es hier nochmal versucht, grafisch darzustellen. Der Trägerverein FES Stuttgart e.V. bietet das Dach, unter dem nun 2 Schulen, eben die große Schule in Möhringen und die etwas kleinere Schule hier im Strohgäu sind. Der Förderverein vor Ort vermittelt uns Kontakte, unterstützt uns. Ansprechpartner hier ist Andreas Decker. Wir hätten Sie herzlich gerne eingeladen zu dem Tag der offenen Tür. Leider nicht möglich wegen Corona, deshalb einfach ein paar Bilder. In diesem Haus hier in der Wilhelmsdorfer Straße stehen wir gerade im Klassenzimmer der ersten Klasse und dürfen Sie über diesen Livestream begrüßen. In diesem Familienzentrum durften wir 2019 starten und jede Klasse hatte hier ihr Klassenzimmer. Wir freuen uns unglaublich, dass wir ab September 2022 zur Einschulung Ihrer Kinder ein richtiges Schulhaus bekommen werden. Wir werden diese ehemalige Manchester-Fabrik in der Münchinger Straße 1 erwerben können und zum Schulhaus umbauen. Nach den Sommerferien werden die Klassen 1 und 2 dort einziehen. Im Jahr drauf können dann auch die Klassen 3 und 4 folgen. Unsere Kinder hier an der FES kennen dieses Gelände schon gut. Sie sind nämlich hier jeden Tag zu ihrer Pause. Und es ist für uns ein unglaubliches Geschenk, dass wir dieses Haus erwerben können und da Schule bauen können. Ich darf nun weitergeben an Claudia Greif, die sie mitnimmt in unser Leitbild. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich bin sehr glücklich, dass wir an diese große Schule in Stuttgart angedockt sein dürfen, weil wir auf der einen Seite als junge Schule ganz eigene Wege gehen dürfen und gleichzeitig die Sicherheit und die Unterrichtserfahrung von 30 Jahren mitnehmen dürfen. Wir Lehrer, wir sind alle im Team, der großen Lehrerteam der großen Schule angekoppelt. Also Sie brauchen keine Angst haben, dass wir hier so eine kleine eigene Suppe kochen, sondern wir sind sehr gut unterstützt von Stuttgart-Möhringen. Ich darf Ihnen jetzt was zum Leitbild unserer Schule sagen. Ganz im Zentrum steht Gott vertrauen. Grenzenlos zu vertrauen. Die Grundfragen, wo komme ich her? Warum bin ich eigentlich? Welchen Auftrag habe ich? Das ist das große Vorrecht hier an einer christlichen Schule, diese Fragen ihren Kindern zu beantworten. Kinder einzigartig von Gott erdacht, gemacht und geliebt mit besonderen Begabungen, die wir auch so hier in unserem Schulhaus empfangen und mit viel Respekt und Liebe begleiten in ihrem Schulalltag. Die Weisheit der Bibel, das lebendige Wort, das soll die Kinder umgeben, die ihnen viele Fragen in ihrem Leben beantworten und Kraft geben und Orientierung. Gott vertrauen wollen wir jeden Morgen ganz neu, wenn wir uns im Kreis treffen und ganz neu immer wieder nach ihm fragen wollen, biblische Geschichten hören, Andachten, in den Andachten Mut bekommen für unser Jetzt und für unser Heute. Wir feiern Gottesdienste das ganze Jahr hindurch, nach dem Jahreslauf und wollen so die Kinder stärken. In unserem Leitbild steht auch ganz diese wichtige Sache Persönlichkeit entwickeln. Wir wollen ihren Kindern helfen, ihre Persönlichkeit, die Gott ihnen geschenkt hat, zu entwickeln, die Stärken fordern und die Schwächen fördern. Und auch da
haben wir von der großen Schule Unterstützung mit einer Beratungslehrerin, die wir auch hier an unsere kleine Schule holen können, wenn wir mal Fragen und Hilfe brauchen bei besonderen Anliegen. Wir wollen auch Gemeinschaft leben, hier an der kleinen Schule mit ihren Kindern. Und das üben wir ganz bewusst jeden Morgen ein, in dem sich mitteilen. Wie geht's mir heute? Bin ich sehr glücklich? Ist mein Herz weder leicht oder steinschwer? Wir sind der Überzeugung, nur dann, wenn das Kind von uns Lehrern im Heute angenommen ist und wahrgenommen wird, ist es auch bereit, Lernstoff aufzunehmen. Wir tauschen uns aus und wir beten auch für unsere Anliegen. Wir danken Gott für das Federleichte. Wir bitten Gott für das Steinschwere, was uns beschäftigt. Wir feiern die Einzigartigkeit des Tages, den Gott für uns gemacht hat. Wir feiern die Einzigartigkeit des Monats mit einem Spielzeugtag in der ersten Klasse, damit der Übergang Kindergarten-Schule so leicht wie möglich gemacht wird und gleichzeitig auch Freundschaften sich entwickeln können. Wir feiern den Reichtum jeder Jahreszeit mit Jahreszeitenspaziergängen. Und wir haben als Nachbarn ein Altenheim und da haben wir eine Kooperation entwickelt oder angebahnt, wo wir die alten Menschen zu jeder Jahreszeit besuchen wollen und ihnen von unseren Erlebnissen hier aus der Schule berichten und mit ihnen Jahreszeitenlieder singen wollen. Wir üben uns auch in unserem Leitbild darin, Verantwortung zu übernehmen. Das ist uns ganz wichtig, dass Ihr Kind auch im täglichen Schulalltag lernt, Verantwortung zu übernehmen. Einmal für die eigenen Schulsachen, fürs eigene Mäppchen, für den eigenen Schulranzen, aber auch Verantwortung fürs eigene Lernen übernimmt. Das geschieht einmal durch die Kindersprechstunde, die ab Klasse 2 in jedem Schuljahr stattfindet, wo wir ganz persönlich mit dem Kind über ihre Entwicklung sprechen, über ihre Fragen, über ihre Ziele, über die Schwierigkeiten. Einfach darüber sprechen, wie es ihnen beim Lernen geht, was ihnen Schwierigkeiten macht, was ihnen aber auch Freude macht. Da entdecken wir auch und sprechen auch über ihre Stärken und über ihre Schwächen. Wo wir uns überlegen gemeinsam, wo wir die Kinder auch in ihren Schwächen unterstützen können. Verantwortung übernehmen auch in der Klasse. Wir haben hier in der Klasse Klassendienste für die Kinder, die sich immer wechseln. Datumsdienst, Austeildienst, Gießdienst, Ordnungsdienst, Schnipseldienst. Am Schultagende liegen da manche Schnipsel rum. Und die wechseln immer und so lernen die Kinder recht schnell, Verantwortung auch für ihr Klassenzimmer zu übernehmen. Im Übrigen darf ich Ihnen verraten, dass auch die Eltern, dass es bei uns an der Schule so ist, dass auch die Eltern immer wieder hier ins Klassenzimmer reinschauen dürfen, so dreimal im Schuljahr und mithelfen dürfen, dass es hier ordentlich ist. Das hilft dann auch den Kindern, wenn sie wissen, oh, meine Mama, mein Papa, die arbeiten hier, die putzen hier. Das hilft dann auch den Kindern zu überlegen, ich mache es lieber gar nicht so dreckig, weil das machen ja die Eltern auch wieder und müssen die ja wieder sauber machen, nicht irgendeine fremde Reinigungskraft. Das ist so auch die Besonderheit an der FES, dass die Eltern auch ganz nah hier reinkommen dürfen. Bildung erwerben ist uns natürlich auch ganz wichtig, deshalb machen wir Schule. Da stehen wir den staatlichen Schulen in nichts nach. Im Gegenteil, wir ergänzen diese Bildung, weil wir in vielen Unterrichtsfächern Gottes Größe entdecken. Und Gottes Reichtum, Gottes Genialität. Und so wird es für die Kinder ein ganzheitliches Bild. Die Fragen, die sie mitbringen und die Schöpfergröße und verbindet sich da in wunderbarer Weise. Die Grundlage, den Rahmen bildet der staatliche Bildungsplan.
Wir haben in Klasse 1 und 2 keine Noten, nur Schulberichte. Erst ab Klasse 3 dann Noten in Mathematik und Deutsch und in der 4. Klasse auch in Sachunterricht. Wir lernen themenorientiert und suchen sehr gerne auch Lernorte außerhalb der Schule auf und laden auch liebend gerne Experten ins Klassenzimmer ein. Jetzt darf ich meine Kollegin bitten, Frau Balani, die sie jetzt ganz praktisch in die Schulwoche mit hineinnimmt. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich bin die Frau Balani und zurzeit Klassenlehrerin der Klasse 2. Und wie schon gerade Frau Greif erzählt hat, möchte ich Sie gerne in die Schulwoche mit reinnehmen. Und unsere Schulwoche, Sie sehen gerade einen Stundenplan, beginnt jede Woche mit einem gemeinsamen Wochenanfang. Und was wir gerne, wenn Corona es wieder zulässt, umsetzen wollen, ist, dass alle Klassen gemeinsam den Wochenanfang starten können mit einer Andacht und auch den Wochenabschluss, der ist uns auch wichtig, dass wir den als gemeinsame Schule wieder gestalten können. Dann beginnt jeder Tag, Sie sehen das am Mittwoch, mit einem Morgenkreis in der Klasse. Auch dort findet eine Andacht statt. Wir singen Lieder, es gibt Gebete und wir feiern auch Geburtstage. Die Kinder dürfen auch erzählen, was sie beschäftigt. Frau Greif hatte gerade schon das schöne Federleicht und steinschwere Herz erwähnt. Also genau das ist damit gemeint mit der Erzählrunde. Genau, dann gehen wir über. Erst dann, wenn das Herz erstmal mitgeteilt wurde, wollen wir dann auch in die Arbeit starten. Und zwar wollen wir an einem Thema arbeiten, ohne Unterbrechung. Das kann natürlich auch mal unterschiedliche Fächer mit einbeziehen, aber uns geht es dabei darum, dass wir uns um ein Thema erstmal kümmern und dass wir das aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Danach gibt es eine Pause und das ist dann die große Pause. Zwischendurch, das habe ich vergessen zu sagen, machen wir auch kleine Pausen. Das ist vor allen Dingen auch für die kleinen Erstklässler, aber auch die Zweitklässler besonders wichtig, dass wir nicht durcharbeiten bis 10.10 Uhr, sondern dass wir auch kleinere Pausen zwischendurch den Kleinen genehmigen. Das ist natürlich auch wichtig. Ja, und dann geht es, wie gesagt, bevor wir in die große Pause gehen, feschern wir erstmal gemeinsam. Wir wollen auch da einfach Jesus mit ins Boot nehmen, fürs Essen danken und dann geht es ans Feschern und danach gehen wir in die große Pause und da sollen die Kinder sich auch richtig gut und ausgiebig bewegen können. Und da haben wir wirklich eine sehr schöne Möglichkeit mit Spielplatz, Bolzplatz und auch Ecken, wo die Kinder sich verstecken und sich eigene Spiele ausdenken können in ihrer Kreativität. Ja, dann nach der großen Pause gibt es nochmal eine Zeit des Arbeitens, wo wir wieder an einem anderen Thema auch mal arbeiten oder zu einem anderen Fach auch mal was erarbeiten. Und wir verabschieden dann die Kinder auch mit einem Abschiedsritual in den Nachmittag. Was unsere Schule auch noch auszeichnet, ist die Gruppenstunde. Und da gibt es für Deutsch jeweils eine Gruppenstunde und für Mathe. Und in dieser Gruppenstunde ist die Klasse geteilt. Das heißt, die eine Hälfte kommt, wie Sie sehen können, gehört zur ersten Gruppe. Die kommen dann früh morgens zur ersten Stunde. Die anderen Kinder kommen dann in der 5. oder auch 6. Stunde dann in der Gruppe 2. Und das tauscht sich dann quasi am Donnerstag. Also hier haben wir das Beispiel Dienstag und Donnerstag. Das sind so unsere bewährten Tage, die wir dafür einsetzen. Und das Tolle ist, dass wir dann auf jedes Kind nochmal individueller eingehen können, in den Stärken oder halt auch in den, wo das Kind einfach noch mehr Förderung braucht. So wollen wir jedem Kind in seinen Stärken und auch Schwächen begegnen können. Ja, genau. Wir sehen am Freitag in der letzten Stunde, dass dieses Bild zeigt nochmal den Wochenabschluss, der uns einfach auch wichtig ist, um die Schulgemeinschaft auch zu stärken und
dass wir einander auch Anteil haben können, was haben wir in der Woche gelernt und ja, das stärkt dann auch nochmal so das Selbstbewusstsein eines jeden Einzelnen. Ja, Unterricht, das wurde, habe ich gerade schon erwähnt. Also es soll themenorientiert sein, nicht nach Fächern unterteilt. So haben wir zum Beispiel das Thema Tiere im Fach Sachunterricht. Da ist zum Beispiel das große Thema Haustiere oder Bauernhoftiere. In Deutsch lesen wir Tiergeschichten oder auch mal Sachtexte und lernen etwas über den Hund. Oder in der ersten Klasse wird der Buchstabe H eingeführt, H wie Hund. Im Religionsunterricht schauen wir uns die Schöpfungsgeschichte an oder in Kunst und Musik malen wir selber Tierbilder oder es gibt Tierlieder, die wir gemeinsam lernen und singen. Genau. Dann ist es uns auch wichtig, habe ich Ihnen gerade schon gesagt, dass wir miteinander lernen und voneinander lernen, also Wissen austauschen können und auch einander zu helfen. Bei uns ist der Gemeinschaftsaspekt sehr wichtig. Also es ist nicht um den Einzelnen hauptsächlich geht, sondern dass auch der andere sieht, wo kann ich mit meiner Stärke meinem Mitschüler oder meiner Mitschülerin helfen. Und das Wissen aus und Können auszutauschen, das zeigt sich auch in Präsentationen, in kleinen Präsentationen. Beispielsweise in der zweiten Klasse fangen wir dann schon an mit einer Buchpräsentation, wo die Kinder dann auch ganz langsam rangeführt werden ins Präsentieren, weil es dann für Klasse 3 und 4 auch noch wichtiger wird, auch vor anderen Kindern zu sprechen. Genau. Aber Präsentieren bezieht sich nicht nur auf Referate, sondern auch das zu zeigen, was man erstellt hat, sei es auch ein Bild in Kunst und das auch zu würdigen als gemeinsame Klasse, das ist uns auch wichtig. Ja, ebenfalls ist auch wichtig, dass jeder auch etwas mit einbringt, zum Beispiel beim Buchstaben eingeführt werden, dass ihr Kind auch die Möglichkeit hat, etwas passend zum Buchstaben mitzubringen oder auch mal sein Lieblingsbuch zwischendurch vorstellen darf. Oder auch, ich habe gerade schon erwähnt, das Thema Haustiere, dass ihr Kind auch mal das Haustier mitbringen darf und wir Haustiertage veranstalten. Und das schweißt einfach auch nochmal so die Klasse zusammen und man lernt einander nochmal anders kennen. Genau. Dann, wie gesagt, auch freitags im Wochenabschluss, das ist halt auch immer sehr wertvoll, dass man ein Gedicht, was gelernt wurde, vortragen kann vor der gesamten Schule. Und ja, das ist auch immer noch ganz schön, dass das nicht so ins Leere läuft. Das ist uns einfach wichtig. Genau. Dann sind auch der Punkt, Verantwortung übernehmen. Da hat Frau Greif auch schon Bezug genommen zum Leitbild, also den Schulranzen selber zu packen, Mäppchen kontrollieren oder auch Blätter einzusortieren in den Schnellhefter oder auch etwas fertig zu machen. Wir haben so Fertigmachschubladen, wo die Kinder auch Aufgaben, die sie begonnen haben, fertig bearbeiten können, wenn sie die Pflichtaufgaben beendet haben oder auch Hausaufgaben notieren und auch, wenn sie mal vergessen wurde, nachzuzeigen oder wichtige Dinge auch mitzubringen, wie Elternrückmeldungen oder dergleichen. Dann ist uns auch wichtig, außerschulische Lernorte. Sie sehen hier die Kinder, wie sie beim Schulbauernhof waren. Und ja, diese außerschulischen Lernorte, das ist uns einfach wichtig, um das authentische Lernen auch zu vermitteln, dass es nicht nur in den vier Wänden der Schule abläuft, sondern dass sie Kontakt bekommen mit realen Gegenständen, mit realen Tieren, wie sie hier sehen können und ihnen einfach damit bewusst wird, was umgibt mich eigentlich.
Genau. Ja, und wenn es uns auch wieder möglich ist, wollen wir Klassenübernachtungen machen oder auch so dritte, vierte Klasse mit der Klasse ins Schullandheim fahren und um auch dadurch die Klassengemeinschaft zu stärken und einander besser kennenzulernen und das Wir-Gefühl auch zu vertiefen. Ja, was wir auch gerne in der ersten Klasse veranstalten mit den Erstklässlern, Frau Greif hat das eben schon gesagt, den Spielzeugtag einmal die Woche oder einmal im Monat und oder halt auch Projekte. Projekte ist, was wir damit meinen, ist beispielsweise, es gibt dieses schöne Kinderbuch Elmer und dass wir dann nicht nur was zum Thema Deutsch machen, sondern auch etwas rechnen oder Rhythmen zu einem Lied klatschen oder und dann sozusagen das alles, was wir über Elmer lernen, mündet dann in einer Elmer-Feier und jeder darf sich verkleiden und lustig sein. Dann übergebe ich jetzt an meine Kollegin Frau Faude. Ja, auch von meiner Seite noch einen schönen guten Abend. Mein Name ist Susanne Faude. Ich unterrichte zurzeit Mathematik, Musik, Sport und Englisch in Klasse 2 und 3. Und ich möchte Sie auch noch ein bisschen mit reinnehmen in verschiedene Dinge, die uns wichtig sind. Ein Punkt, bevor ich jetzt zu der Folie noch was sage, ist einfach, Sie haben vielleicht als Einladung für diesen Infoabend diese Karte in der Hand gehabt, wo drauf steht, weil du einzigartig bist. Und das ist wirklich was, was uns total wichtig ist, dass die Kinder erleben, sie sind einzigartig. Dass genau so, wie sie sind, mit all ihren Stärken und auch mit ihren Schwächen, sie wirklich gut und genial sind. Dabei sollen die Kinder entdecken, dass sie Gaben haben, die ganz unterschiedlich aussehen können. Dass es beispielsweise genauso gut ist, wenn man hilfsbereit und freundlich ist, wie wenn man fit im Lesen und Rechnen ist. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung für die Kinder. Deshalb wollen wir wirklich jedem Kind Wertschätzung geben, unabhängig von dem, was es gerade schulisch leistet. Und jetzt sehen Sie ja hier auf dem Bild diesen Besuch im Seniorenheim, hat Frau Greif vorhin schon erwähnt. Das ist auch ein wichtiger Teil des sozialen Lernens. Das ist auch einfach was, was uns sehr wichtig ist, dass die Kinder nicht nur hier Leistung erwerben, sondern für ihr Leben was mitnehmen. Die Kinder überlegen beispielsweise, wenn sie ins Altenzentrum gehen, wie können sie diesen alten Menschen jetzt eine Freude machen, indem sie für sie was singen, was malen oder einfach den Menschen begegnen. Auch hier können dann ganz unterschiedliche Gaben der Kinder zur Geltung kommen. Letztes Jahr haben wir außerdem ein Insektenhotel für das Flüchtlingsheim in Kallenberg gebaut. Das war auch so ein Stück soziales Lernen, weil auch hier gibt es jetzt eine tolle Möglichkeit der Begegnung und der Zuwendung zu Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht wie uns. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man den Horizont der Kinder da weitet und sie sehen, ja, wir können auch für andere da sein und da was Gutes tun. Dann steht ja hier unten auf der Folie noch Kooperation mit der Musikschule. Der Musikunterricht ist uns auch sehr wichtig hier an der Schule. Neben dem täglichen Singen und Musizieren haben wir eine ganz tolle Kooperation mit der Musikschule in Korntal. Ich selbst habe 5 Jahre dort unterrichtet und habe dadurch noch viele Kontakte. Und für Klasse 1 bis 3 gibt es jetzt inzwischen Blockflötengruppen, in denen die Kinder hier im Schulhaus von ausgebildeten Instrumentallehrern unterrichtet werden. Ganz neu haben wir außerdem seit diesem Schuljahr in Klasse 3 mit einem Gitarrenkurs begonnen, der von einem Gitarrenlehrer der Korntaler Musikschule unterrichtet wird. Die Teilnahme ist freiwillig, also wer da Interesse hat, kann es gerne nutzen. Die Kurse werden auch von der Musikschule Korntal bezuschusst und sind dadurch etwas günstiger, als wenn man jetzt so privat an die Musikschule gehen würde. Dann klicke ich eins weiter, genau. Auch die tägliche Bewegungszeit darf nicht fehlen. Das wurde ja vorhin auch schon erwähnt, dass wir
da so einen tollen Pausenhof zur Verfügung haben. Die Kinder lieben diesen Spielplatz und auch den Sportplatz, wo sie sich täglich in der großen Pause austoben können. Und außerdem gehen wir zum Sportunterricht in die städtische Sporthalle in der Martin-Luther-Straße hier in Korntal, haben da die ganze Turnhalle zur Verfügung und da mit allen Geräten und Kleingeräten, und da sind die Kinder auch immer voller Begeisterung dabei. Genau, jetzt übergebe ich wieder an die Frau Kreif. Ja, Sie merken, wir lieben unsere Schule, und jetzt darf ich Ihnen noch sagen, dass wir auch eine Kernzeit und Nachmittagsbetreuung haben. Kernzeit in den Randstunden des Schulvormittags, und an zwei Nachmittagen haben wir aktuell Nachmittagsbetreuung von 13 bis 15:30 Uhr, wo die Kinder gemeinsam Festsporn, Hausaufgaben machen und ein Aktionsangebot haben oder bei Sonnenschein und warmem Wetter einfach einen der herrlichen Spielplätze aufsuchen, die es hier gibt in Korntal. Wir bieten zudem einmal in der Woche auch ein AG-Nachmittag an. Aktuell haben wir da eine Theater-AG, eine Spiele-AG und eine Kunterbund-AG. Alles steht unter dem Motto, wir sind ja bewusst keine Ganztagesschule, so wenig Betreuung wie möglich und so viel Betreuung wie nötig. Also wir wissen um die Herausforderungen der Eltern, die zum Teil wirklich Betreuung brauchen, und darauf wollen wir eine Antwort geben. Aber die Kinder gehen auch sehr glücklich nach dem großen und langen Schulvormittag nach Hause, um da wieder aufzutanken. So, jetzt darf ich Ihnen den Ablauf der Schulanmeldung noch vorstellen. Also heute ist dieser Infoabend für Sie. Am 22.02. ist dann die Schulanmeldung, wo Sie hier vor Ort in die Wilhelmsdorfer Straße 8 kommen. Vorher müssen Sie sich unbedingt online anmelden auf unserer Homepage www.fes-strohgäu.de. Und natürlich muss mindestens ein Elternteil mit dem Kind hier erscheinen. Dann haben wir ein Lehrerteam, die mit ihren Kindern die Schulfähigkeit überprüfen, und auch ein Team, das natürlich Sie als Eltern kennenlernen möchte. Wenn Sie dann hier angemeldet sind, werden Sie innerhalb einer Woche und den Vertrag von uns zugesendet bekommen. Sollten Sie den Vertrag innerhalb einer Woche unterschrieben, wieder an die Schule zurückschicken. Und erst dann haben Sie ganz fest diesen Platz hier. Sie gehen dann mit dieser Zusage von uns an die staatliche Schule. Und auch wir, die FES, bestätigt der staatlichen Schule, dass Sie Ihren Schulplatz haben. Und dann können Sie fröhlich zum Einschulungsgottesdienst am 15. September 2022 um 11 Uhr hier am Saalplatz zusammen mit uns die Einschulung feiern. Zwei Tage vor der Einschulung gibt es hier einen Elternabend für Sie, damit Sie nochmal richtig gut informiert sind. Wie läuft denn jetzt die Einschulung ab? Was müssen wir bedenken? Damit Sie richtig entspannt dann diesen großen Festtag feiern können. Jetzt muss ich schauen. Wäre für Sie sicher wichtig zu wissen, wen darf ich denn überhaupt anmelden? Und zwar ist es so, dass alle Kinder, die bis zum Stichtag im Juni 2016 geboren wurden, die sind schulpflichtig, die dürfen angemeldet werden. Und die Kann-Kinder, die ab dem 1. Juli 2016 bis zum 30. Juni 2017 geboren wurden, die können, wenn sie richtig fit sind und schulreif, auch schon früher in der Schule aufgenommen werden. Jetzt muss ich schauen, bevor ich Sie frage, ob Sie Fragen haben. Oh, die Kosten. Wir sind eine private Schule. Wir kosten auch. Das ist aktuell 135 Euro pro Monat. Wobei uns ganz wichtig ist, dass es nicht an dem Schulgeld scheitern soll. Wir haben eine Fachfrau für die Finanzen an der großen Schule, an die Sie sich vertrauensvoll wenden können. Und wir Lehrer kriegen da überhaupt nichts mit. Kind A zahlt, Kind B wird ganz gesponsert. Das wissen wir überhaupt nicht, damit da
nichts Ungutes aufkommt. Also wenden Sie sich vertrauensvoll nach Möhringen. Man wird Hilfe für Sie haben. Die Kernzeit, wenn Sie die dazu buchen wollen, 45 Euro sind es aktuell im Monat. Wenn Sie einen Nachmittag buchen, sind es 32 Euro und wenn Sie zwei Nachmittage buchen, dann 53 Euro. Jetzt bin ich und sicher mein ganzes Team sehr, sehr neugierig. Haben Sie Fragen oder konnten wir alles beantworten? Also, ich möchte Sie einladen. Ich zeige Ihnen jetzt noch eine Folie. Da sind unsere Kontaktdaten drauf und Sie dürfen so gerne schreiben, wann immer Ihnen eine Frage kommt, einmal ans Schulsekretariat oder auch direkt an mich oder auch den Herrn Geiger können Sie anschreiben oder auch, Sie haben ja gehört vom Förderverein, also wenn Sie eine Frage haben, der weiß alles von unserer Schule, können Sie auch ihm eine Mail schreiben und ich kann Ihnen garantieren, Sie bekommen eine Antwort. Sie sind für uns ganz wichtige Erziehungspartner und das habe ich eigentlich auch noch nicht gesagt, aber wir pflegen eine sehr enge Erziehungsgemeinschaft Ihrer Kinder, also Elternhaus und Schule. Den Auftrag haben wir vom Staat, dass wir eng miteinander arbeiten und deshalb werden Sie nicht lange auf eine Antwort warten müssen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen ganz gesegneten Abend. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über Mails und ganz besonders, wenn Sie am 22. mit Ihren Kindern hierher kommen zur Anmeldung. Auf Wiedersehen. Tschüss.